Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Daisy Stand Alone. Er hat ein nagelneues Zelt gefunden, was auch nagelneu ist, also von der Farbe her und so. Er ist steht gerade hier bei mir, vor dir. Ich hab's gerade nur andersrum hingestellt. Und es ist leicht beschädigt, es hat Löcher schon. Obwohl es, na gut, ich bin abgenutzt wahrscheinlich. Okay, ja, das ist. Ach, ich hab gerade wieder was gegessen. Ja, es ist was Neues, ist schon cool. Ja. Aber hat auch wie viel Platz? 300, ne? Ach so. Zombie. 200 nur. Was? Müsste das der Standard gewesen sein. Ach so, ich kann mich ja schon. Inventar. Ich meine Feuer. Ach ja. Nö, das ist normal. Da war doch nur 200 Platz bei den Dingern. So, ich hoffe, das Video wurde jetzt dadurch nicht weiß. Und hier ist direkt ein Benzinkanister. Hä? Der stand da vorhin auch nicht drauf. Jetzt ich hab den Server neu gestartet, weil ich ja gegessen habe. Jetzt irgendwie alles respawned. WTF. FTW. Da müsste jetzt, glaube ich, die Dings sein, die Truhe bei dir. Auf der Straße. Da, ja. Ah ja, hier ist direkt die Tankstelle, die andere. Ach gut, ey. Kann ich hier doch noch ranfahren. Gehst du eigentlich noch zum Ballett? Achso, das ist ja, ist ja gerade Aufnahme. Oh, Natürlich. Gehst du auch zu deinem... Rosa Tütü. Zombies, ganz viele. Und fahr. Gib Gas! Nee, kann ich nicht! Ja, ich muss schießen, geht nicht anders. Alter, ich kann auch nicht laufen, weil... Ich kann nicht schießen, weil die genau vor mir stehen. Komm mal zu der Truhe schnell. Zur Truhe? Wow, ich wollte gerade umdrehen, um zu deinem Auto zu kommen. Oh, da. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Oh. Okay, jetzt Vorsicht, ich komm. Ich geh ins Haus schnell, wenn's geht. Nee, die sind direkt hinter dir. Der eine kommt, die kann. Nee, passt schon. Ich muss nur schnell nachladen. Okay. Alter. Okay, ja, nur der eine. Halt! Und wieder rein. Rein. Und Tür zu. Oh mein Gott. Alter Schwede. Alter. Leute. Und jetzt ist Olli nicht dabei. Er gibt. WTF. Ich laufe, welcher Folge. So, waren die hinter dir weg? Warte kurz, ich fahre nochmal kurz rum. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt hier aufgeräumt haben. Gut, alles noch heiler. Ja. Okay, jetzt war hier aber wirklich viel los. So. Achso, ich kann ja nicht weit laufen. Okay, die haben irgendwie auch nichts dabei. WTF. So, ja, weiß nicht, ob du dann gleich noch zurückkommst, wegen gleich noch auftanken kann. Ja. Kannst ja dein Kanister auch nochmal auffüllen. Richtig. Ist auch nur halb voll. Ich hoffe, dass die Truhe bei dir noch reinpasst. Der ja. Seemannskiste. Ach, Seemannskiste. Ich habe die ganze Zeit Schatztruhe geschrieben. Ach komm, leck mich. Oh, Zombie. Sag es nicht, dein Auto ist weg. Also, es steht nicht mehr. Oder hast du es umgepackt, du Sau? Nein, wirklich nicht. Dann ist es weg. Jetzt ernsthaft? Ja. Yep. Ich hab's hier hingestellt. Hier bin ich ausgestiegen und losgelaufen. Weil ich weiß ja, wo es auch war. Das Auto. Ich hab's ja auch gesehen, da war die Tür offen noch. Ja, hier bin ich als erstes reingegangen.
hier rechts steht es. Also hier steht, hier müsste es stehen. Tatsächlich. WTF! Hier stand. Genau. Du bist gar nicht hier, wo ich bin. Hä? Ah, ne, Quatsch! Stimmt, dein Auto stand ja hier drinne. Stimmt, der stand ja ganz woanders. Der stand hinten am Wasser. Stimmt, du bist ja weitergefahren. Ja, ja. Oder war ich da hinten noch? Eigentlich nicht. Ich hier. Wo bist du jetzt überhaupt? Du, ich hab dich gerade ganz kurz gesehen. Ich glaube, du bist auf die Straße gelaufen. Ja, ach, da bist du. Ja, jetzt links von dir. Hier die Dings hoch. Da hat's gestanden eigentlich. Okay, das wusste ich gar nicht. Alter, das gibt's doch gar nicht. War da jetzt irgendwas Wichtiges drin? Das Zelt. Und halt die, naja, halt die Spritcontainer und sowas. Ja, das ist egal, aber das Zelt, oh nee, oder? Puh, das Backup, das wäre zu heftig, weil das wird von irgendwann nachts sein. Vielleicht auch nicht durch den Neustart. Ah! Junge, es geht nicht. Es können die jetzt hier echt nicht bringen. Hast du irgendwie schräg hingestellt? Links hier nehmen. Also zwischen den zwei Streifen. Nicht auf der Seite, wo du warst. Oder bin ich ein Stück? Nee, eigentlich nicht. Dann bin ich hier lang gelaufen. Bin ich noch ein Stück weiter gefahren? Eigentlich nicht. Hier bin ich auch, ja, hier bin ich lang gelaufen. Hier habe ich ja das Zelt neu von. Und den Kanister. Und dann bin ich ja wieder zurück. Alter, das gibt's doch gar nicht. Da war doch ein Zeltdach drin, ne? Zeltdach, ja, das weiß ich, ja. Ja, doch. Und halt das Militärzelt, weil ich fürs Dach nehmen wollte. Oh oder ein Fass. Nein, das ist jetzt auch weg. Das Fass auch, das rote. Alter, das gibt's. Na gut, nee, gelb war es ja schon lange. Ja, aber es war ja nicht kaputt. Nee, deswegen sage ich, gelb war es ja auch schon lange, dann hätte es schon lange gespawnt müssen. Alter, hängt doch wieder zurück. Och nö. Alter, wie ist das Zeug noch auf dem Boden liegen können? Das ist doch scheiße, ist das. Solange was drin ist, einfach nicht despawnen, fertig. Ja. Alter, du bist nirgends mehr hingefahren, sonst weiter, oder? Eigentlich nicht, ich bin nur geparkt und bin dann von da hinten hingelaufen. Da haben wir uns ja dann ausgelockt. Alter. Mich nervt wegen dem Zelt. Also wegen dem Armeezelt. Mhm. Und mich empfing meinem Auto. Das hatte ich endlich mal fertig gehabt. Zombie, wo? Ah, bei dir. Ja. Ey, verpiss die. Ey, du hast doch drei Kanister dabei oder so, oder? Im Auto, ja. Ich hab grad das Standbild. Fliegst du bestimmt gleich raus, wa? Jetzt ist es weg. Ich wollte eigentlich kurz mal auf den Desktop. So. Ich glaube auch eigentlich nicht, weil du jetzt irgendwo dass der gelb war, dass er deswegen despawned ist. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil der ist ja wie gesagt schon lange gelb. Der ist durchs Gegenfahren gelb geworden. Ja, darum sage ich ja, der ist ja schon lange gelb. Ja. Das war ja oben bei dieser kleinen Absperrung.
Ja, aber ich würde dann einfach, dass wir trotzdem mal gucken. Vielleicht hat es jetzt durch Zufall das Backup gemacht vorhin durchs Ausmachen. Achso, ich dachte, du hast gerade geguckt, darum war es auf dem Desktop, dachte ich. Es ging nicht. Ich konnte nicht. Ich denke mal nicht, dass... Sonst müsste ich kurz rausgehen. Ja, aber nur denken ist ja schwach. Man kann ja mal gucken, ob es vielleicht doch hat. Ja gut, dann muss ich das Video auch zusammenschneiden. Gashi. Ja, ey, ich fahr trotzdem woanders hin. Na, ich... Nicht hier vorne wieder. Ja gut, dann... Achso, jetzt fährst du hier. Ich geh hier in das Haus, so. Oh! WTF? Wie ist erschrocken. Was war denn? Da war ein kleiner Huckel, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Und mein Kühler ist bestimmt kaputt, jede Wette. Achso, gegengefahren. Ja. Ah. Kühler wird gleich angezeigt. Und dann hält er. Der ist beschädigt, Alter. Naja, vielleicht haben wir wirklich jetzt gerade mal Glück. Ich glaube aber nicht. Wieso komme ich nicht mehr auf Desktop, Alter? So, willkommen zurück. Ja, leider gab es kein Update. Kein Backup, den wir machen könnten. Ja. Mein Kühler, der hier drin ist, habe ich jetzt auch zerdeppert. Der ist jetzt auch beschädigt, wie ihr gerade gesehen habt. Ach ja, Inventar. Ich hoffe, beschädigt ist egal. Alter, er driftet hier wieder rum. Lass uns da gleich nochmal kurz hinfahren. Können wir eigentlich gleich hier rechts, oder? Also ich glaube zwar nicht, dass er da ist, aber... Ich habe keine Ahnung, wo du ihn geparkt hast. Fahr mal von der Schrägen runter. Er verliert ernsthaft Wasser jetzt. Wenn er beschädigt ist, das... Na gut, beschädigt, ja gut. Ja, wir haben ja nicht neu gestartet, den Server. Ach ja, stimmt ja. Warum hast du den noch neu gestartet? Gut, Kek. Weil ich gedacht habe, dass Laura sagt, komm, lass uns schon mal losfahren. Oh mein Gott. Die spawnen wieder, ja. Das ist das. Hoffentlich sind die anderen Autos noch da. Man muss mit dem Gelben jetzt fahren. Boah, kannst du jetzt nicht nehmen, einfach den Roten. Ach ja, stimmt, steht da vorne auch einer. Sogar zwei. Müsste einer auf der Straße und einer auf dem... Ach, der Blaue, ja, stimmt. Auffahrt. Ja, aber der Blaue ist ja auch, ja, bist ja auch viel gefahren mit dem. Solange der hier nicht despawnt, ist alles gut. Der hat schon meist mitgemacht. Oh, der qualmt gleich. Puff. Also meiner hat schon auf den Kopf gelegen. Ich glaube, meiner hat am meisten durchgemacht. Naja, nee, hat er an sich nicht. Der weiß davon nichts. Ja, er weiß es nicht. Er spürt es aber noch. Das sind Phantomschmerzen. Die gehen nicht einfach so weg. So. Genau, füll die Kiste ein. Baut der neuen Kühler ein? Nein, das gibt's doch nicht. Statt, ich kann die Seemannskiste nicht aufheben. Achso, ich habe ja die Pink Teule in der Hand. Achso, muss ich von hier hinten jetzt mal machen. Ah, warte mal, den nehme ich mal mit. Den versuche ich mal mit Epoxidharz und was sich alles zu flicken. Hm. Da bin ich mal gespannt. Nimmst du die Kiste mit? Ja, sobald wir losfahren. Naja, nee, sein sich hat der hier wirklich am meisten mitgemacht.
Hallo, man hat schon zig Unfälle hinter sich. Zig! Was soll ich mit dem sagen? Ich bin sogar gegen deinen Gegner gefahren schon mal. Ich muss raus! Oh, da kommen sie. Sie kommen. Nein, nicht Puls. Vier Stück, fünf. Fünf? Sechs, sieben. Acht. Ja, das wollte ich jetzt nicht sehen. Acht oder neun Stuk. Eine Stuk? Ja. Eine Stuk ist aber ein Flugzeug. Jetzt habe ich kein schönes Auto mehr. Das macht mich traurig. Ja, mich nervt einfach nur, das haben wir nur zweimal, das Auto, und das ist jetzt weg. Ja. Okay, das haben wir sogar nur einmal. Ja. In diesem hässlichen Anfangsgrau. Ja. Welche Farbe hat deins jetzt gerade? Ja, eigentlich war es auch so grau, aber nicht so dieses komische. Dieses Anfangszeug sah irgendwie richtig pervers aus. Oder es wirkt nur so durch diese Verzierungsteile. Und ich habe ja nachher schwarze Türen, dass man das vielleicht nicht mehr so doll sehen kann, keine Ahnung. Ich hatte Glück und an der Tankstelle ist wieder einer gespawnt. Ah, es wäre so geil, wenn einer wäre. Diesmal in schwarz, bitte. Oh ja, oh ja. Ja, das ist es. Den Sakra haben wir so ultra oft gefunden, ne? Ja. Das ist einfach so. Nee. Gut, ich meine, ich sag mal so, ich hab mich an den ziemlich gewöhnt. Was an deinen hier? Ja, an den hier, ja. Ja. Ist übel schlimm, dass er jetzt weg ist. Das nervt, ja, natürlich. Das nervt mich auch richtig. Muss ja mal wieder einer spawnen, ey. Oder allgemein mal überhaupt wieder einer. Ich wollte gerade sagen. Der Edda, das war ja ein Lachen. Ja. Gut, ich war froh, dass wir tatsächlich noch mal einen gefunden haben, aber ja. Genau. Naja. Mal gucken, vielleicht fahre ich auch wieder mit einem von denen mal rum. Wenn wir wieder zurück sind. Oder wir müssen wirklich mal noch mal eine Folge so gesehen machen, wo wir rumgucken nach Autos. Na, ja, die ganzen Spawns. Richtig. Hä? Jetzt geht da bei Clash of Clans rein. Oder halt das andere, ich weiß nicht, wie das heißt. Heyday. Achso, das gibt's auch noch. Hey, das Schild steht hier gar nicht mehr. Ist hier gerade. Doch da, aber ist kein Schild, also kein Werbung mehr dran. Wow. Man kann es hier von auch ein Auto nehmen. Von den beiden roten. Ja, meinte ich ja. Ach so, ich dachte, du meinst bei uns unten. So. Autokühler. Weiter Schluck auf. Oh, hier haben wir noch zwei Zündkerzen. Gut. Hier haben wir noch ganz viele Autokühler drin. Okay, dann schmeiße ich die drauf weg. Außer ich finde es. Nochmal Epoxidharz. Schlimm ist, dann muss ich jetzt doch das Armeezelt hier mitnehmen. Was dafür ursprünglich geplant war. Ach ja, hast ja extra, ja. Scheiße. Vor allem die Autos sind voll. Oh, hier ist auch noch eine Feuerwerks. Geil. Ja gut, aber es ist wirklich scheiße jetzt, ja. Ah gut, da kann man jetzt leider nichts machen. Aus diesem Grund hätte ich gerne ein Admin-Tool, um das jetzt so gesehen zu bereinigen. Ja, genau. Zu sagen, ey, komm, das ist ein Spielfehler. Also können wir uns auch ein Auto cheaten. Ja. Oh, ernsthaft, kein Epoxidharz hier? Scheiße, ey. Hat sie in deinem Holzhaus irgendwie irgendwas noch drin? Nee, nee.
Boxitards. Ja, irgendwas, ja, irgendeine Kiste oder so, wo ich mal reingucken kann. Hier. Alles gut. Nimmt der das heraus? Ich raste aus. Okay, mit Epoxidhas kann man schon mal nicht heile machen. Nicht mitmachen. Nicht! Ein Schaffer, der von der Hand geformt werden kann, hervorragend, um harte Oberflächen zu stellen und einfach zu reparieren. Das ist im Normalfall dafür, aber es funktioniert halt noch nicht. Für harte Oberflächen? Ja, ist ja. Hast du schon mal Autotüren und so einen Scheiß probiert? Ich habe damit noch nie irgendwas ausprobiert. So, zeigen? Ah, die sind, na gut, die sind ruiniert. Ja, die solltest du nicht ausprobieren. Warte mal, die hier. Nö. Nö, nö, nö. Geht nicht. Ihr könnt es auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr das. Vielleicht ist es auch noch gar nichts mit machbar. Was gibt es noch so für Sachen? Hier ist noch ein Zelt drin, ne? Hier ist noch mehr Autokühler. WTF? Die Base hier ist ja noch besser ausgestattet, wie wir unten bei uns in der Schule. Wegen Autokühlern jetzt aus. Naja, allgemein hier auch Reifen und sowas. Wir haben hier so viele Wechselsachen da. Musst du nur oben in den Autos gucken jeweils. Da liegt auch ab und zu immer was drin. Ja, das tatsächlich ja, aber irgendwie... Da war die Stimme weg. Und sein Kick. Na gut, okay, wir holen auch immer alles von der Schule. Ja. Wenn wir was brauchen. Ja gut, nee. Schade. Damit das bleibt. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, oder? Doch. Hier ist, oh mein Gott, hier ist auch noch so viel Fleisch drin. Wow. Gut, er sortiert nochmal kurz. Ich verabschiede mich, er oder wir. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt doch noch einen Schreibtisch in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.